Ganz herzlich willkommen auf dem Kanal Mystery Moments mit einem neuen Video wieder. Ihr fragt euch sicherlich, warum ich in den letzten Wochen kein Video mehr gemacht habe. Das letzte habe ich nämlich, glaube ich, vor 4 Wochen gemacht. Da habe ich über den Fall JonBenet gesprochen. Und ja, das lag einfach daran, dass ich in den letzten Wochen nicht die Zeit mehr dazu gefunden habe. Aber jetzt werde ich wieder regelmäßig Videos machen. Und ja, ich heiße Mystery Moments auf dem Kanal, also da könnt ihr gerne einfach vorbeischauen. Ich würde mich immer über ein paar neue Zuschauer freuen. Und ja, heute geht es um ein ungelöstes Mystery mal wieder, über den Fall Peggy Knoblauch. Ja, es eigentlich, man hat die Leiche gefunden, aber man hat einfach den Mörder nicht gefunden. Darum ist er noch nicht ganz geklärt. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß. Also Peggy war damals 6 Jahre alt, als sie mit ihrer Mutter und ihrer Schwester Jasmin, die war damals 3, 1998 in die Stadt Lichtenberg zog. Also es ist eine ganz nette Stadt gewesen und da ist sie in einen Wohnblock gezogen. Es war da eigentlich immer ganz ruhig und so. Bis zu diesem einen Tag, also es war eigentlich alles perfekt. Bis zu diesem einen Tag, dem Montag, der 7. Mai 2001, es war eigentlich ein ganz gewöhnlicher Schultag, an dem Peggy zur Schule ging. Und das war jeden Morgen das Gleiche, also Peggy wollte immer nicht in die Schule gehen. Damit fing er auf jeden Fall an. Und ja, aber ihre Mutter musste ja zur Arbeit und dann hat sie sie doch überredet und ist sie in die Schule gegangen. Aber ja, sie wollte einfach nicht raus, aber Susanne Knoblauch, so hieß ihre Mutter, hat sich zu der Zeit noch keine Gedanken gemacht, sondern das war ja eigentlich jedes Mal so, aber diesmal war das echt schon merkwürdig. Also so hat sie das wohl noch nie gemacht. Und ja, später, also so 5 Minuten später, kam sie dann nochmal an die Tür und sagte, Mama, ich hab dich lieb. Und ja, das ist natürlich ein bisschen seltsam, weil das hatte sie sonst nicht gemacht. Und ja, um 12.50 Uhr hatte Peggy dann Schluss und ist mit ihrer Freundin nach Hause gegangen, also zu da, wo die Freundin halt wohnt. Das war ungefähr so, ja, so 60 Meter noch entfernt vor Peggys Haus. Und da haben sie sich dann verabschiedet. Die Freundin hat noch gefragt, ob sie nicht mit reinkommen möchte. Aber das wollte Peggy dann nicht und dann ist sie weitergegangen, also zu sich nach Hause und ja, dann war sie eigentlich weg, also danach hat man sie nicht mehr gesehen. Und Peggy hatte auch noch ihren Geldbeutel vergessen und ist dann nochmal zur Schule gegangen und dann hat sie ihn da bei der Hausmeisterin gefunden, wo der abgegeben wurde. Und dann ist sie selbst nach Hause gegangen, beziehungsweise zu irgendwelchen Nachbarn, weil ihre Mutter musste halt eben immer sehr lange arbeiten. Aber als ihre Mutter dann am Abend nach Hause kam, war nichts da, keine Schuhe, ihr Ranzen war auch nicht da. Und ja, dann hat sie halt überall auch gesucht. Es war sowieso ganz komisch die Tage zuvor, weil Peggy hat sich da auch schon ein bisschen komisch verhalten. Sie saß überall im Dunkeln, hat abends ihr Licht nicht angemacht, hat ihre Unterwäsche weggeschmissen und beim Mittagessen klingelte dann wohl auch immer das Telefon und ihre Mutter wollte dann rangehen und Peggy sagte dann immer, nein, geh lieber nicht ran. Und als ihre Mutter dann aber rangegangen ist, war immer niemand da. Also es ist echt merkwürdig. Aber ihre Mutter ist dann sofort zu allen Nachbarn gegangen und hat alle angerufen, die in Frage kommen konnten, wo Peggy vielleicht ist. Aber bei ihrer Nachbarin oben war nur Jasmin, Peggys Schwester, die damals 6 war. Und sonst wusste es niemand, wo Peggy sein könnte. Es gab aber noch 3 Zeugen. Die letzte Zeugin war ein Mädchen im Schulbus, die hat Peggy noch so, das war ganz kurz vor ihrem Haus noch gesehen, wie sie reingegangen ist. Und ja, da muss wohl irgendwas passiert sein. Vielleicht ist sie in ein Auto gestiegen oder so, das weiß man nicht, weil man kennt den Mörder nicht. Ich
werde euch nachher noch ein, also es wurde noch ein Verdacht geben, wer das vielleicht sein könnte, erzähle ich euch nachher. Ja, aber die Tür stand auch immer auf die Vordertür in dem Wohnblock, also es hätte jeder auf sie lauern können. Ja, auf jeden Fall rief ihre Mutter dann auch sofort die Polizei, nachdem sie nichts mehr wusste, und die haben auch sofort gesucht. Die haben aber dann auch nichts mehr gefunden. Und ja, dann ein paar Tage später, oder nein, nicht ein paar Tage später, 15 Jahre später, hat ein Mann beim Pilzesammeln ihre Leiche gefunden. Und ja, ist dann auch sofort zur Polizei gegangen, aber dann haben die auch wieder neu ermittelt, sag ich mal so. Ja, das war dann im Jahr 2016, also 15 Jahre später, das ist echt richtig krass. Auf jeden Fall fehlten aber immer noch Kleidungsstücke von Peggy. Und ja, dann war da noch so ein Mann, der hieß, glaube ich, Ulvi Kullag oder so. Der meinte dann oder hat ausgesagt, dass er wohl Peggy umgebracht haben soll. Der hatte eine schwere Hirnhautentzündung und ist seitdem wohl geisteskrank. Er wurde dann auch zur Haft verurteilt, aber dann fand man später raus, dass er das eigentlich nicht gewesen sein könnte. Auch in dem Wohnblock gab es keine Feinde, also die hatten ja keine Feinde, aber es kamen doch noch drei Leute in Frage, die es hätten gewesen sein können. Ja, das konnte man ihnen jetzt aber auch nicht einfach so, ja, anweisen, dass die es gewesen sein sollen. Also, ist ja schon irgendwie komisch, auch ihre Verhaltensänderung dann, ne? Wo sie im Dunkeln da saß und so. Es kann ja alles sein, dass doch irgendein Mann sie dann belästigt hat oder so, Tage zuvor. Das weiß man ja nicht. Mehr fand man auf jeden Fall noch nicht raus aus dem Fall. Und ja, das war's jetzt auch mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch so gefallen wie die anderen beiden Videos. Und ja, ich wünsche euch noch einen schönen Tag und tschüss.